Sommer ist die Sehnsuchtsjahreszeit meiner Kindheit. Sommer war es, wenn ich Kniestrümpfe oder sogar Söckchen anziehen durfte. Sommer bedeutete hitzefrei. Und hitzefrei bekamen wir, wenn um 10 Uhr morgens das Thermometer vor dem immer schattigen Fenster des Direktors 25 Grad oder mehr anzeigte. Dann klingelte die Schulklingel, dreimal kurz. Und ein ohrenbetäubendes Jubelgeschrei drang aus dem großen Schulgebäude. Hitzefrei bedeutete, dass der Unterricht um 11:30 aufhörte, statt um 12:30 oder um 12:45. Die höheren Klassen konnten sogar noch später Schulschluss haben, aber dann besuchten sie eine wahlfreie AG. AG bedeutet Arbeitsgemeinschaft. Den Schulhof zierten zwei riesengroße Kastanienbäume. Und die vielen hundert weißen, hier und da leicht rosa getupften, pyramidenartigen Blütenstände strahlten mit der Sonne um die Wette. Wenn sie den Baum verschönten, war Sommer. Wie die Bäume im Frühling aussahen, weiß ich nicht mehr. Erst wieder im Herbst, wenn aus den weißen Blüten zartgrüne Igel geworden waren und wir mit Begeisterung die wie lackiert aussehenden rotbraunen Kastanien aus dem schneeweißen Gehäuse poolten. Aber zurück zum Sommer. Sommer war es auch, wenn aus den Teppichläden Eisdielen geworden waren. Komisch, dass man nur im Sommer Eis essen durfte und im Rest des Jahres Teppiche kaufen sollte. Es handelte sich um italienische Eisdielen, obwohl das Eis garantiert in Deutschland hergestellt wurde. Aber in den vielen farbenfrohen Behältern lockten exotisch klingende Eissorten. Allen voran Cassata. Vanilleeis mit kandierten Fruchtstücken in Gelb, Rot und Grün. Oder Capri. Das sah aber eher langweilig, vanilleartig aus. 10 Pfennige kostete eine Kugel Eis. Ein- und zwei Kugeln bekam man in einem nach Pappe schmeckenden Labberhörnchen. Legte man aber 30 Pfennig an, gab es eine knusprige, hellbraune Hörnchenwaffel. Meine Mutter wollte immer, dass ich das Eis im Becher nehme, damit ich mich nicht so voll kleckere. Warum Vanilleeis immer das beliebteste Eis war und ist, habe ich nie verstanden. Das schmeckt doch nach gar nichts. Nur das Vanilleeis, das meine Mutter zu Hause im Kühlschrank selbst machte, das schmeckte göttlich. Sie legte eine ganze Vanilleschote in die Eismasse, die aus Eiern, Zucker und Sahne bestand und in den metallenen Eiswürfelbehältern gefrieren sollte. Wenn das Eis endlich gefroren war, bekam man es nur mühsam aus diesen Behältern wieder raus. Doch welche Freude, als ich schließlich ein paar Eisbrocken, denn Kugeln waren es eher nicht, im Schälchen hatte und meine Mutter einen Eiskaffee schlürfte, wollte ich sagen. Aber meine Mutter schlürfte nie. Ob sie ihn mit Strohhalm oder ohne zu sich nahm, weiß ich nicht mehr. Muss aber an die vielen Ausflugscafé-Besuche denken, die wir an Wochenenden mit meinem Vater unternahmen. Da bekam ich dann einen Eisbecher. Dessen Verzierungen, immer ein chinesisches Sonnenschirmchen und manchmal auch ein wackelnder Lampion in Miniaturgröße natürlich, waren wichtiger als der Geschmack des Eises. Besonders begeistert war ich, wenn der Eisbecher so groß war, dass ich aufstehen musste, um ihn attackieren zu können. Sommer war auch, wenn das Abendbrot aus Graubrot, Butter und frischen Erdbeeren bestand. Die Erdbeeren wurden geschnitten und als Belag auf die Butterbrote gelegt. Höhepunkt meines Sommers war ab 1954 eine Reise. Zuerst in den Schwarzwald, dann an die Ostsee, an die Nordsee und dann nach Österreich, nach Italien. Aber das sind viele andere Geschichten.